Auch wenn wir Männer uns oft einreden, dass die Größe nicht das Entscheidende ist, ist es doch meist so, dass größer besser ist. Aber was ist denn besser als größer? Richtig, noch größer. Hallo und herzlich willkommen bei Johnny's Place. Hier heute mal wieder mit einem Playmobil-Set. Und zwar hatte ich euch ja hier vor einiger Zeit schon mal die große Enterprise vorgestellt vom Playmobil für umwerfende 499 Euro. Also wahnsinnig teuer, das Ding. Und da war ich ja gar nicht so begeistert von. Zum einen war das Oberflächenfinish nicht so dolle und irgendwie, ja, ich weiß nicht, die hat mich nicht so hundertprozentig abgeholt. Vor allem für den Preis nicht. Und dann hatte meine auch noch einen Fabrikationsfehler, da war ein Brandloch drin. Deswegen ist sie zurückgegangen. Jetzt hat Playmobil allerdings ein neues Set aus ihrem Star Trek-Franchise rausgebracht. Und zwar den Klingon Bird of Prey. Und das ist einfach mal ein richtig geiles Raumschiff. Ich mag bei dem Raumschiff einfach alles. Das ist schmutzig, das ist böse, das ist einfach cool. Und Bluebricks hat uns ja hier schon zwei, mittlerweile drei Varianten von dem Bird of Prey spendiert. Der große hier, der hat schon eine Menge Spaß gemacht zu bauen. Das sind 1500 Teile ungefähr, kostet bei dem im Onlineshop gute 100 Euro. Und jetzt hat Playmobil halt hier diesen hier rausgebracht. Und dafür muss ich gerade einmal hier so ein Schnippel abmachen, damit ich das Ganze hochheben kann. Das ist der hier. Der Playmobil, wow, ist der groß, Bird of Prey. Und der hat sage und schreibe 94 Teile für 299 Euro. Ist ein bisschen komisch, momentan behauptet Amazon, dass das Ding in Amazon exklusiv ist. Man kann ihn aber auch auf der Playmobil-Seite selber bestellen. Ich hoffe mal, dass der auch noch in freien Handel kommt und dann da dementsprechend auch einen guten Preisnachlass irgendwo hinterbekommt. Die Enterprise ist ja auch ein gutes Stück abgesackt. Die wird momentan für etwas über 300 Euro bei eBay verkauft. Bei Amazon verkauft. Und das ist dann wieder ein Preis. Da kann man dann schon drüber überlegen, ob man sich denn doch nochmal gönnt. Vor allem, wo jetzt dieses Set dazu kommt. Die macht sich natürlich dann im Regal echt klasse zusammen. Wenn denn hier jetzt die Umsetzung passt. Und da bin ich wirklich gespannt. Auch hier haben wir wieder Light und Original Sounds. Wahrscheinlich wird man auch wieder irgendwie eine App dafür runterladen müssen, um das volle Vergnügen zu haben. Bin ich prinzipiell jetzt eigentlich nicht so der Freund von. Da mag ich das lieber wie bei den alten Star Wars Modellen, wo man einfach drauf gedrückt hat und dann haben die ihre Sounds abgespielt und aus die Maus. Da bin ich ja dann doch mehr so ein Freund von Oldschool. Was allerdings extrem cool ist bei diesem Set, sind die Klingonenfiguren, die hierbei sind. Das Raumschiff hier, das ist ja bezugnehmend auf den Film Suche nach Spock, also Search for Spock. Und da gibt es den legendären Klingonen-Commander Kruge. Und der wird gespielt von Christopher Lloyd. Und damit ist Christopher Lloyd, glaube ich, der erste Schauspieler, der aus zwei verschiedenen Film-Franchises Playmobil-Figuren hat. Ja, und zwar haben wir ihn ja hier einmal als Doc Brown von den Zurück in die Zukunft-Sachen. Da gibt es ihn ja auch schon in mehreren Ausführungen. Der hier ist vom DeLorean. Und hier haben wir ihn jetzt als Commander Kruge dabei. Und die Klingonen, die gefallen mir richtig gut. Playmobil-Figuren kranken ja oft so ein bisschen daran, dass der Wiedererkennungswert aufgrund des Gesichts eher mau ist. Zum Beispiel der Goldfinger von dem Austin Martin, den es mal gab, den hat man eigentlich nur an der Kleidung erkannt, aber vom Gesicht her eigentlich keine Chance. Und das ist hier richtig cool gemacht. Die Klingonen, ich zeige es euch gleich aus der Nähe, sehen hammergut aus. Ansonsten, tja, 300 Euro ist eine stramme Ansage, das muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, was man da an anderen Sachen für bekommen würde. Ich sag mal, mit ein bisschen mehr Geld, da kann man sich da schon eine Xbox für holen oder eine Playstation oder irgendwie sowas, wenn man denn eine zu kaufen kriegt. Aber zum Beispiel die Xbox S, also nee, die X, glaube ich, also die kleinere, die wird mittlerweile für unter 300 Euro gehandelt. Also man muss halt wirklich gucken, was man hier bereit ist, da auszugeben. Ich drehe mal hier die Verpackung so ein bisschen um und bringe mal gerade meinen Kaffee in Sicherheit und trinke erstmal einen Schluck. Mit Kaffee geht ja alles besser. Und hier sehen wir jetzt nochmal, was auch sehr cool ist bei diesem Set hier. Der Stand ist diesmal nicht einfach nur ein Deko-Stand. Nee, die haben hier quasi eine Szene aus dem Film nachgebaut. Und das ist halt sehr, sehr cool. Das spielt auf diesem Planeten, der ja kurz davor ist, sich halt selber zu zerstören. Aufgrund dieser ganzen Waffengeschichte. Ihr müsst den Film einfach mal gucken. Ich habe den vor ein paar Monaten mal geschaut, als ich den hier gebaut habe. Ich muss gestehen, ich habe das eine oder andere schon wieder vergessen.
Von daher, aber er ist sehr sehenswert. Der gefällt mir eigentlich gut. Ist einer der besseren Star Trek-Filme. Definitiv. Und es kommt halt das eins der geilsten Raumschiffe aus dem Star Trek-Universum drin vor. Also ich mag das halt wirklich sehr gerne. So, also wie ihr seht hier, es ist durchaus auch Spielspaß mit dabei. Ich glaube, bei diesem Set wird es sowieso schwierig, die Kinder davon fernzuhalten, wenn man es zu Hause stehen hat. Von daher hoffe ich auch, dass die Konstruktion recht stabil ist, weil die aufgehängten Flügel, wenn sie denn beweglich sind, die müssen schon eine gewisse Stabilität mitbringen. So, dann gucken wir mal, wo man das Ganze aufmacht. Was ich hier eben zu ruppen hatte, war das hier. Und zwar haben die das ganz elegant gelöst hier mit diesem Tragegriff, der bei so großen Sets ja gerne dabei ist. Da war noch eine Pappschicht drüber, die musste man rausreißen, sodass das sich nicht vorher irgendwo verhakt oder schon rausgeht. Und jetzt kann man es da dran vernünftig tragen. Und dann zeige ich euch mal eben noch mal, was hier sonst noch so drin ist. Ja. So sieht das auf der Seite aus. Hier haben wir das noch mal. All dieses typische Star Trek Design, was jetzt das Neue ist. Das findet sich bei Bluebricks auf den Verpackungen übrigens auch. Witzigerweise haben die genauso den Designwechsel mitmachen müssen, wie hier auch Playmobil. Weil Playmobil hat bei der alten Enterprise noch das alte Design drauf, was wir auch bei diesem hier noch drauf gefunden haben. Und jetzt bei den neueren ist halt das Design mit diesem verwischten Föderationslogo hier drauf. Ne? So, und jetzt gucken wir mal gerade, wie das Ganze aufgeht. Wir haben hier drei Klebstreifen an der Seite. Hole ich dann mal mein Messerchen raus und mache das Ganze auf. So, drehe es mal so, dass ihr seht. Ich bin da jetzt ja gar nicht so wichtig. Ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz, dass ich hier nicht alles umschuppe. Da Klemmbausteine bauen macht Spaß, wieder aufbauen eher nicht, würde ich mal sagen. So, ich gucke jetzt hier mal so ein bisschen in den Monitor, um zu sehen, was ihr seht. Ja, habe ich hier noch irgendwas vergessen? Muss ich noch irgendwas machen? Ah, hier hinten scheint noch irgendwas. Ich bin ja immer so ein bisschen überfordert bei solchen Verpackungen. Ich möchte da auch nicht zu viel kaputt machen. Muss man da irgendwie ein Zauberwort sagen? Habe ich wieder irgendeine Markierung übersehen? Ja, ich glaube, hier hinten, das muss man irgendwie... Ah, hier sind nochmal Aufkleber. Die müssen auch weggemacht werden. Also... So Klebstreifen. Jetzt sollte es gehen. War der Klarhold wieder ein Stück weit überfordert. So. Ah, das ist ein Deckel, den man nach oben abzieht. Und es ist durchaus ansehnlich, was da zutage kommt. Es ist nur dummerweise falsch rum drin für euch jetzt. Und zwar haben wir hier einmal die Figuren. Schön in so einer sichtbaren Packung. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das bei der, hier sehen wir sie ja, bei der Enterprise so, dass man vorne die Figuren schon zum Teil sehen konnte in so einer Klarsichtverpackung. Oder auch nicht. Na, scheinbar werfe ich da was durcheinander. Aber hier, das war das Design, was da halt noch üblich war. Und jetzt haben wir dieses Design hier. Das hier ist übrigens dann, denke ich mal, die Bauanleitung, aufgrund der wir das Ganze dann gleich hier zusammensetzen. Ja. Dann haben wir hier den Kruge, den Malz, den Kirk und den, ja, ich sag mal, juvenilen Spock, weil der, ich will nicht spoilern, der eine oder andere von euch hat vielleicht den Film noch nicht gesehen. Auf alle Fälle ist er da ein bisschen jünger als sonst. So, dann haben wir hier quasi das Technik-Pack. Lassen wir mal hier verschwinden. Dann liegt hier drinne der Hauptrumpf hier. Der Farbton gefällt mir gut. Der sieht toll aus. Und dadurch sieht auch die ganze Oberflächenstruktur besser aus, als das bei der Enterprise der Fall war. Und es sind schöne Drucke drauf. Ihr seht hier so mit Rostflecken und Patina und so. Das finde ich klasse. Und das ist ja auch das, was ich an den Klingonen so mag. Die sind immer so ein bisschen abgeranzt. Das mag ich. So. Dann haben wir hier noch einen kleinen Pappkarton drin. Der ist leider nicht ganz heile. Der hat den Versand nicht überstanden. In dem finden wir die Flügelteile. Dann haben wir hier noch einen Karton. Mal gucken, was sich da drin versteckt. Auch wieder hier schön
gebrandet mit dem neuen Design. Ja, auch noch weitere Anbauteile hier vom Cockpit und so. Dann haben wir hier nochmal einen Karton im Karton. Ja, das kann man dann hier so aufklappen. Und in dem finden wir die Teile für den Stand hier mit der Lava und dem Magma und das Ganze dann hier schön so in der Form des Klingonenzeichens. Das finde ich auch eine richtig coole Idee. Dann haben wir hier, ich glaube, Lichtleiter sind das drin. Ach nee, das ist das Ganze, um das an die Decke zu hängen. Man könnte halt den auch unter die Decke hängen, das war bei der Enterprise auch schon möglich. Wenn man den nicht auf den Stand haben möchte, kann man das Ganze dann hier mit dem Klingonenzeichen auch an die Decke hängen. Sehr schön. So, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Platz, dass wir das Ganze dann hier zusammenbauen können. Das werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Ich melde mich, wenn ich aufgeräumt habe. So, damit haben wir hier die Sachen, die in den Kartons waren, bis auf den in dem Unterkarton hier erstmal auf dem Tisch liegen. Wie schon gesagt, hier den Hauptkörper vom Schiff plus hier den Cockpitbereich. Ist natürlich alles nicht in Minifigurenmaßstab, dann wäre das, ja, dann wäre das Zimmer voll. Aber man kann immerhin einen hier reinsetzen, das ist schon mal besser als nichts. Und damit hat er auch so die Größe, dass man da wirklich noch so mit durchs Spielzimmer kann. Auch hier die anderen Sachen sind schön bemalt. Es ist halt immer hier mit irgendwelchen Rostpatina drauf. Dann hier diese typische Fiederbemalung von dem Warbird, ne, von dem Bird of Prey. Sehr schön. Im unteren Bereich halt in grün mit Rost. Hier oben drauf dann hier in ja, königlichem, klingonenköniglichem Blutrot. Sehr schön. Dann haben wir hier noch weitere Crewmitglieder bei den Klingonen gefunden. Die sind einfach in so einer schnöden Plastikverpackung, aber gut, die wichtigen Jungs, die sind ja hier eingepackt. Es ist übrigens halt wirklich hier ein reines Männerset. Ne? Also keine Ladies dabei diesmal. Bei der Enterprise zum Beispiel hatten wir ja Uhura auch mit dabei, was ich sehr cool fand. Uhura, große Heldin meiner Kindheit. Hui, die hat verdammt knappen Rock. Ja, also man muss ja ganz ehrlich sagen, momentan ist es für Star Trek-Fans eine goldene Zeit. Playmobil bringt Star Trek-Sets raus, neben vielen anderen wirklich geilen Lizenzen, die sie sich in letzter Zeit geschnappt haben. Die haben ja wirklich mitgekriegt, dass bei Erwachsenen mittlerweile eine Menge Geld zu holen ist, dass viele im Herzen Kind geblieben sind und sich da jetzt weiter austoben. Die haben Asterix und Obelix, die haben Zurück in die Zukunft, die haben von James Bond den Austin Martin gebracht, die haben mit VW zusammen mehrere Fahrzeuge gebracht, die haben die Mystery Machine gemacht, die haben eine super schöne Serie von Ghostbusters gebracht. Also die bringen momentan sehr viel, um erwachsene Fans glücklich zu machen. Absolut hammergeile Sache. Also zum Beispiel hier die Asterix und Obelix Serie, die ist knallbummgeil, kann man nicht anders sagen. Und auch hier ist es natürlich richtig, richtig schön, dass die hier das hier auflegen. Und wir werden jetzt mal schauen, wie das Ganze dann hinterher zusammenzubauen geht und wie es hinterher aussieht. Dafür möchte ich jetzt aber gerne mal mit euch die Kameraperspektive wechseln, dass ich euch hier ein bisschen näher ranholen kann. So, da liegen hier unsere ganzen Einzelteile auf dem Tisch verteilt. Da sind die Figuren drin. Die packen wir gleich mal aus. Ja, und hier sieht man halt sowohl Megakonstrukts, Mattel, als auch Bluebricks. Hat das Thema Star Trek hier schon in Sets umgewandelt. Momentan ist der Bluebricks halt am Zug. Ja, und hier liegen die weiteren Teile, hier die Elektroteile, da muss ich gleich noch Batterien für besorgen. Ich glaube, Doppel-A brauchen wir dafür, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann haben wir hier unsere Aufbauanleitung und die ist irgendwie schräg bedruckt. Ja, also wenn man sie so bedruckt hat, würde man ja jetzt denken, die wird so aufgeklappt. Nee, aber die geht so auf. Hier rum ist richtig. Dann haben wir hier ein bisschen Geschichte zu der ganzen Sache, was der Film halt erzählt. Ich lasse es gerade mal so ein bisschen drauf stehen. Dann könnt ihr ja auf die Pause-Taste drücken, wenn ihr es euch durchlesen wollt. Ja, hier sieht man, wie Kruge hier gerade in die Lava fällt. Ja, weiterer Text, auch hier wieder bitte die Pause-Taste drücken, wenn ihr ihn lesen wollt. Dann sehen wir hier die einzelnen Figuren. Das sind halt einfach nur Klingen, also Crew, ja, sowas wie Red Shirts. Dann haben wir hier die blaue Effekttaste, das heißt, es wird wieder irgendwas blinken und
etc. pp. Monitore. Es sind ein ganzer Schwung Aufkleber dabei. Die haben sich hier mit in dem Karton befunden, wo auch das Bodenstück mit drin ist. Ja, die Flügel können hinterher bewegt werden, was sehr cool ist, aber ich hoffe, dass sie das vernünftig gelöst haben. Dann hier Aufbauanleitung für die Figuren und dann für das Schiff an sich. Da werden wir uns jetzt gleich in Ruhe durcharbeiten. Ein Erweiterungszettel. Okay. Den muss ich gleich mal gucken, wo der hin muss, weil sowas übersehe ich dann nämlich immer gerne beim Zusammenbauen. Ja, und ich würde mal sagen, zuerst nehmen wir jetzt mal die Figuren aus der Verpackung raus. Da haben wir unsere vier Figuren hier vor uns liegen. Da haben wir hier Kruger, Malz, Spock, Captain Kirk und die beiden Crewmember hier von dem Klingonenschiff. Da waren hier noch so zwei Ersatzarmstulpen dabei, die musste man dran machen. Hier, die waren fertig zusammengebaut. Da lag nur der, ich glaube, ein Disruptor oder sowas ist das. Also eine ziemlich fiese Waffe jedenfalls, die lag hier bei ihm einzeln bei, aber hier die Geräte, die hatten sie schon in der Hand. Ja, und ich finde halt hier mit den Köpfen, das ist so cool. Zum einen ist das Material so ein bisschen anders als normal, dass das so ein bisschen schrumpeliger aussieht und dann halt hier diese Stirnwülste, die sind auch jeweils nochmal speziell, ne? Also das ist nicht irgendwie, dass die alle die gleichen haben. Und dann sind sie auch noch von den Hautfarben haben sie die auch nochmal ein bisschen unterschiedlich gemacht. Das ist auch sehr cool. Und dann halt hier schön die Frisuren. Ja, ich finde die super. Also das sind meiner Meinung nach mit die besten Playmobil-Franchise-Charakterfiguren, die es bis jetzt so gegeben hat. Die sind mal richtig hammercool. Ich meine, die Vulkanier sind auch immer cool mit ihren Spitzohren. Aber die sind halt, die toppen das nochmal. Also Klingonen vom Playmobil, hammer geil. Ja, oder er ist halt wieder unspektakulär. Wüsste man jetzt nicht, dass es Kirk sein soll, ja, man würde jetzt nicht zwangsläufig drauf kommen. Es sei denn, man erkennt die Uniform. So, zuerst sollen wir den Stand bauen. Dann werden wir der Empfehlung auch so folgen und werden hier zuerst unser Lava Klingonenzeichen bauen, so dass man da hinterher das Schiff drauf bauen kann. Ist wahrscheinlich ganz angenehm, dann hat man wie so ein beim Motorradschrauben so ein Stand, wo das Ganze drauf fest ist, so dass man das vernünftig mit zwei Händen dann zusammenbauen kann. Da fehlt einem dann nicht immer diese berühmte dritte Hand. Ja, und danach geht es dann hier an das Schiff selber. So, da haben wir hier den Diorama-Stand soweit fertig. Wir haben hier drei verschiedene Arten von Flammen. Einmal so ganz hohe, große, dann hier die mittlere Größe und die kleinen. Die sind aus so ein bisschen weicherem Kunststoff, damit man sich da nicht dran verletzt. Hat aber leider den negativen Effekt, dass man die kleinen Flammen hier nur schwierig in die Löcher richtig reingestopft kriegt, weil die biegen sich halt so ein bisschen weg und hat man immer Angst, dass man irgendwas kaputt macht. Da gehen die halt besser rein. Dann haben wir hier schön diese abgestorbenen Bäume aus dem Standard-Playmobil-Bereich, ne, wie wir sie auch hier schon aus den anderen Bäumen kennen, nur halt in einem dunkleren Farbton. Dann hier in Trans-Clear die Stützen, wo hinterher das Raumschiff drauf kommt. Sieht ein bisschen aus, als wenn da Flüssigkeit drin wäre, ist aber nicht so. Da ist irgendwas beim Spritzguss nicht so hundertprozentig gut gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ist es auch gewollt, ich weiß es nicht. Ganz cool ist hier, dass die Figuren hier diese Sechsecke hier haben. Das ist, damit man die hinterher platzieren kann, damit die da drauf halten, dass die nicht immer die ganze Zeit in der Gegend rumrutschen. Aber wenn man es halt nicht drauf hat, dann sieht es aus wie Steine. Das ist eigentlich cool gelöst, finde ich eine klasse Sache. Und das Material ist halt, ja, typisch so Playmobil. Wer, ich sag mal, die Burgen von denen kennt oder irgendwelche Felsgeschichten halt schon irgendwo von denen kennt, der kennt das auch. Dann haben wir hier noch ein Versteck drin mit Abdeckung. Da kommen hier hinterher, vermute ich mal, hier diese Kunststoffplatten rein, dass man verschiedene Ansichten auf dem Bildschirm vom Commander in Cockpit da irgendwie durch realisieren kann. Boah. Und ansonsten, also ich finde das Ding eine coole Idee, dass sie das halt hier in Form von diesem Wappen der Klingonen gemacht haben, aber trotzdem als Landschaft. Das sieht echt cool aus. Klar, ein bisschen kitschig, kindlich, aber trotzdem cool. Jetzt starten wir hier mit dem Zusammenbau des Bird of Prey an sich und der erste Bauschritt ist erstmal hier das Panini-Sticker-Album. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal unsere ganzen Aufkleber hier aufbringen, die wir hier so haben. Und davon haben wir reichlich. Der hier noch nicht, den brauchen wir hinterher für diese Klarsichtteile, ich denke mal, die dann hinter hier reinpassen. Aber diesen Stickerbogen, den werden wir jetzt durcharbeiten müssen. Und dann liegt hier dieser Stickerbogen mit bei.
mit der HMS Bounty. Ich weiß nicht, ob man da schon mal üben soll, wie man die Sticker abzieht oder wofür das gut sein soll. Ich kann es euch echt nicht sagen. Vielleicht ist auch ein Teaser-Trailer auf das, was noch kommt. Also so ein schönes, großes HMS Bounty-Schiff, so im Stil der Piratenschiffe von früher. Wäre auch cool, oder? Ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle werde ich jetzt hier erstmal Sticker stickern. Aber da bin ich sowas von schlecht drin. Ich hasse das. Ich meine, die Drucke und so, die sind toll, aber naja, gut, schwamm drüber. Der erste Stickerbogen ist leer und angebracht. Da haben wir einmal hier und hier so eine Art Displays und dann hier so ein bisschen Deko an der Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Aufkleber finde ich für ein Set, was 300 Euro kostet, eine Frechheit. Zumal die ja wirklich zeigen, wie geil hier die drucken können. Ja, dass dann sowas mit Aufklebern gelöst wird. Hier innen drin kann ich ja noch verstehen. Aber hier draußen, nee, das geht gar nicht. Das sollte auch ein Druck sein bei dem Preis. Zumal ja die Playmobil Aufkleber nicht unbedingt dafür berühmt sind, super gut zu halten. Und der größte Quatsch ist der Aufkleber hier hinten. Ja gut, da haben sie es dann nicht rundlaufend gemacht, weil er dann auf alle Fälle nicht gehalten hätte. Also die sind sich durchaus der Schwäche ihrer Aufkleber bewusst. Aber das Ding hätten sie sich dann einfach schenken können. Ja, also diesen Fitzelaufkleber hier hinten jeweils, der ist total über. Also da hätte ich mir wirklich noch einen Druck gewünscht. Das wäre auch möglich gewesen, da bin ich fest von überzeugt. Ne, weil mit Aufklebern passiert nämlich das hier. Ja, hier haben wir den Ecto 1 von Playmobil und ihr seht hier, die Aufkleber, die gehen alle wieder ab. Das hält wirklich für keine 5 Cent. Oh, der Bird of Prey heißt HMS Bounty. Oh, okay, ich war da jetzt irgendwie bei Meuterei auf der Bounty, aber was soll's. Wieder was gelernt. Oh, der Aufkleber hat aber definitiv ein Verfallsdatum. Der geht hier über so eine Sicke drüber. Das ist auf alle Fälle ja, Sollbruchstelle für Playmobil-Aufkleber. Jetzt habe ich mal einen ganzen Teil einfach mal weitergebaut, um euch ein bisschen was zu zeigen hier. Und zwar haben wir zum einen hier das Cockpit fertig. Wir haben hier einen Stuhl drin, den kann man hin und her schieben. Da kann unser Crew schön drauf sitzen. Und dann haben wir hier diese, ja, wie kriegt man die wieder raus hier? Oh, reingesetzt, kriege ich nicht mehr raus. Das ist halt so. Die werden hier so eingeklickt und die haben hinten so eine Stiftkodierung drauf, sodass die halt besondere Licht- und Toneffekte hervorrufen, wenn man sie dann hier drin hat und dann drückt. Und die anderen drei, die es dann noch gibt, ne, da haben wir immer hier Genesis Device stehen, dann hier einmal unseren Captain Quark. Und hier nochmal die Enterprise im Angriffsmodus. Und da gibt es dann jeweils spezielle Soundeffekte zu. Die Abdeckung passt hier einfach drauf, ist problemlos abzunehmen, sitzt aber ein gut Schnack hier drauf. Hier haben wir was draufgesetzt, halt, um das hier abzudecken. Hier hinten haben wir jetzt die Leuchttechnik eingebaut. Und hier vorne auch. Das Ganze geht dann hier unten drunter her mit so einem Kabel, was mit so einer Art Telefonanschluss dann hier in die Batteriebox reingeht. Die ist hier gesichert und man kann sie halt als Batteriebox laufen lassen mit drei Doppel-A-Batterien oder aber man kann über einen USB-C-Anschluss hier das Ganze drüber mit, ja, ich sag mal, etwas sozialverträglicherem Strom versorgen, als das jetzt mit Batterien der Fall ist. Man kann natürlich auch Akkus reinmachen, dann hat man es halt alleine stehen und wieder aufladbar. Rausziehen kann man das Ganze, indem man das hier löst und dann hier rauszieht. So, jetzt habe ich es mal ganz für euch rausgenommen. Also wie schon gesagt, das wird hier über so eine Führschiene, wird das hier hinten reingeschoben. Und hier ist der Verbinder, der das Ganze dann nach vorne verbindet. Ist ein bisschen Zug drauf, müsst ihr gucken, wenn ihr es rausnimmt, dass es nicht in den Bauch des Schiffs verschwindet. Klickt da rein, schiebt das Ganze dann hier rein. Da müsst ihr wieder jetzt ein bisschen gucken, weil das Kabel dann so ein Stück reingerutscht ist hier. Hier ist ein bisschen Fuckelkram. So. Ja, hier seht ihr, hier muss man es da ein bisschen ziehen und dann hier wieder in die Führschiene rein und dann kann man das hier wieder reinschieben. Ist ein bisschen Fuckelkram, wie schon gesagt, zack. Und dann kann man es wieder sichern und es sitzt wieder fest. Und dann kann man hier hinterher über diese vier Knöpfe hier auch wieder noch verschiedene Soundeffekte abspielen. Das Ganze, hier ist der Aufkleber für die HMS Bounty. Ich habe mal gerade nachgelesen, das ist Pillar hat die so benannt. Also Pillar hat dem
dem Schiff diesen Namen gegeben, dass das die HMS Bounty ist. Und deswegen ist das jetzt hierbei. Aber ihr seht, der Aufkleber löst sich schon wieder ab. Eben weil der über diese Sicke geht. Taktisch nicht so klug, würde ich jetzt mal sagen. Da kommt dann jetzt diese Abdeckung hier drüber. Und das pokeln wir jetzt hier wieder schön rein. So, und damit ist der Bauch auch wieder zu. Dann habe ich jetzt hier die Tragflächen soweit vorbereitet. Da ist hier mit Torpedo-Schießapparelle. Ihr seht hier, das kann hier schwer ins Auge gehen. Ganz gefährliche Geschichte. Und hier haben wir jetzt die Änderung, die hier mit beilag. Und zwar ist in der Bauanleitung, soll man das mit den gelben Nupsis hier bauen. Hier wird in der Ergänzung gesagt, man soll die grünen nehmen. Ja, der Unterschied ist folgender, der ist innen drin irgendwie hohl. Der hat hier diese typischen, wie man sie bei Playmobil kennt. Ich weiß nicht, ob die grünen mehr halten. Beim Einbau hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Ich habe jetzt einfach mal, weil ich ja prinzipiell mehr so der Rebellische bin, beide bestückt. Und ich werde es jetzt mal beide drauf machen, um zu gucken, wo da der Vorteil oder Nachteil liegt, die grünen zu nehmen. Ansonsten ist jetzt wichtiger Bestandteil, dass man ab jetzt das Ganze hier aufbockt und darüber bebaut und bestückt. Da werde ich mich natürlich dran halten und dann gleich berichten, wenn ich die hier dran geklickt habe. Die kommen hier in diese Tragflächenhalter dann rein. Okay, der Unterschied scheint zu sein, dass man die mit den gelben einfach gar nicht da reinkriegt. Ich werde die jetzt auch auf grün umpopeln und dann hier auch die zweite Tragfläche installieren. So, also mit den grünen lässt sich das dann problemlos dran bauen. Das hält auch ganz gut. Man kann dann die hier auch, braucht man eigentlich zwei Hände für, um das ein bisschen gegenzuhalten, kann man die auch verstellen. Ich mag das ja hier in der tiefen Stellung am liebsten, da sieht er am aggressivsten aus. Und damit ist er jetzt soweit eigentlich fertig. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen was über. Einmal dieses Zeichen hier, diese beiden Nupsis und diesen Klarsichtfaden quasi. Und das ist halt um das Ganze, wenn man es an eine Decke hängen will. Dann macht man nämlich hier die Löcher, wo jetzt momentan der Stand drin steckt, macht man hiermit zu, sodass das von unten auch gut aussieht. Und dafür macht man dann diesen Nupsi und den hier raus. Und dann kann man da das Benzel reinfädeln und dann hinterher hier oben zusammen dran hängen und dann hier einhaken. Und dann kann man das Ganze schön hier irgendwo an der Decke hängen und dann schwebt der schön über einem. Was natürlich auch cool aussieht, ne? Muss man ganz klar sagen. Also er sieht schon toll aus, aber er kann ja noch was, und zwar Geräusche. Und sie haben diesmal wirklich, Gott sei Dank, auf diese unselige App-Geschichte verzichtet. Es ist wirklich wieder oldschool. Knöpfchen drücken, es kommen Geräusche oder man kann halt hier diese Dinger austauschen und dadurch gibt es dann andere Geräusche. Das finde ich eine sehr coole Geschichte, weil das macht unabhängig halt von irgendwelchen Apps, die vielleicht in 5-6 Jahren nicht mehr funktionieren. So ein Ding, das hat man ja doch meistens dann länger in seiner Sammlung stehen oder auch im Kinderzimmer. Von daher, so. Aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich meine Batterien finde oder halt eine Powerbank. Man hat ja hier die Auswahl, es entweder über USB-C oder über Batterien laufen zu lassen. Und dann wollen wir mal gucken, was die Light- und Soundeffekte können. Man könnte das Ganze jetzt hier mit drei AA-Batterien betreiben. Da hat man dann halt dieses Batteriefach, was mit einer Schraube geöffnet werden muss. Ist halt immer noch ein Spielzeug hier das Ganze, gibt es Vorschriften für. Ich habe mich aber hier für die Versorgung über USB-C entschieden. Wobei man sagen muss, der große Unterschied, ob man es jetzt über Batterie oder das hier laufen lässt, ist die Laufzeit der Effekte. Also mit Batterien schaltet er sich, ich glaube, nach 2 Minuten ab und hier läuft er 2 Stunden. Ich suche gleich nochmal, ich habe es eben irgendwo in der Anleitung gelesen. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr wieder. Hier nochmal die Anleitung zum Thema Aufhängen. Ja, ihr seht, dann kann man das schön hier unter die Decke hängen. Und jetzt werden wir mal gucken, dass man hier die Soundeffekte durchspielt. Ich glaube, dafür muss ich mit dem Mikro hier näher ran. So laut sind die nämlich gar nicht. Allerdings piept das Schiff hier die ganze Zeit durch. So, ich habe das Mikro jetzt hier oben drauf mal gelegt, damit ihr die Soundeffekte hört. Ich hoffe, dass man mich auch noch versteht. Also, wenn man jetzt hier drauf drückt, kommt Folgendes. Bei dem Grünen kommt das hier. Das ist nicht wirklich viel. Hier kommt das hier.
Ihr seht, Lichteffekte gibt es da auch bei. Sieht man jetzt natürlich hier im hell beleuchteten Studio nicht so gut. Deswegen werden wir dann hinterher gleich auch mal das Ganze im Dunkeln dann noch, nur ohne Beleuchtung machen. Und dann seht ihr hier im Cockpit, da haben wir ja dieses Display. Und da kann man dann hier drauf drücken und dann passiert halt auch nochmal Ton- und Bildmäßig was. Und jetzt werde ich mal die anderen durchprobieren. Die sind ja hier in dem Fach untergebracht. Die holen wir jetzt mal raus und probieren die alle durch. Hier haben wir Captain Kirk. Admiral Kirk, this is your opponent speaking. It is not I who surrender, it is you. Und hier haben wir nochmal die angreifende Enterprise. Report status. We are cloaked. Enemy closing on impulse power range 5000 kilograms. This is just the turn of luck I have been waiting for. Range 2000 kilograms. Stand by to transfer energy to weapons. At my command. Vagvald Kelikam. Tai Rush. Is your up. Also ihr seht, hier ist quasi ein kleiner klingonisch Sprachkurs mit in diesem Set enthalten. Ja, und wenn man das dann hier so schön aufbaut, macht das schon richtig was her im Regal, finde ich. Aber jetzt werden wir das Ganze mal gucken, wie die Lichteffekte dann jetzt noch bei nicht so Festbeleuchtung hier sind. Hier habe ich in der Bauanleitung nochmal gefunden, hier, wie lange die Effekte anbleiben, je nach Stromversorgung. Wie schon gesagt, hatte 2 Minuten bei Batterie und 2 Stunden bei USB. Also wenn er für zu Hause irgendwo im Regal für den Abends, dass es schön aussieht, dann macht ihr dann halt hier mit USB das Ganze an. Es sieht halt nicht ganz so schön aus, weil da so ein Kabel dann runterhängt. Da muss man halt ein bisschen gucken, wie man das hinkriegt. Und dann tutet und tuckert das hier 2 Stunden am Stück durch. Wird wahrscheinlich den Partner, der nicht so großer Star Trek ist, dann auch sehr begeistern. Weil ich habe irgendwie noch nicht gefunden, wie man nur die Beleuchtung und ohne die Soundeffekte das Ganze hinstellen kann. So, aber jetzt hier Beleuchtung. Ja, hier vorne ist einmal so eine indirekte rote, das ganze Material wird quasi erleuchtet. Das sieht ziemlich cool aus. Hier im oberen Bereich kommen durch 2 Schlitze auf jeder Seite so ein bisschen die rote Farbe hier von den LEDs durch, die hier drin sind. Die Cockpit-Beleuchtung sieht ziemlich geil aus hier in dem Rot. Das macht richtig was her. Und hinten die Triebwerke, ja, auch die sind schön am Leuchten. Ja, und hier zum Beispiel hier haben die auch ein bisschen Beleuchtungsanimation, je nachdem, was man hier so abspielt. Ja, die glimmen hier schön vor sich hin, zwischendurch beschleunigen sie mal. Und hier in dem vorderen Bereich, ja, da ist je nachdem, was man pulsiert, das halt auch je nach Szene, die man hier abspielt. Mal gucken, ob das auch darauf reagiert, wenn man hier innen drin das aktiviert. Ja, da passiert jetzt nicht so wirklich viel. Es leuchtet einfach still vor sich hin. Also schick ist schon. Also das sieht echt nice aus, das Ganze. Ja, kommen wir hier zum abschließenden Fazit hier von unserem Klingon Bird of Prey von Playmobil für gute 300 Euro.
Es ist ein echter Moppel. Ach so, ja, bevor ich hier euch das Ganze noch zeige, mit dem grünen Knopf kann man das Ganze halt ausschalten, weil das Piepen nervt auf Dauer doch ziemlich. Das muss man einfach mal sagen. Das war leider bei der Enterprise ja auch, dass man diese Soundeffekte die ganze Zeit irgendwie da am Laufen hatte. Und das hat mich ziemlich genervt. Ansonsten haben sie eine Menge aus ihren Fehlern bei der Enterprise gelernt. Das Oberflächenfinish ist erheblich besser geworden. Die Details hier oben auf dem Raumer an sich auch. Die Drucke sind wirklich richtig schön geworden und die Minifiguren, hier die Klingonen, die sind einfach der Knaller. Ist eine schöne Größe, allerdings durchaus ein bisschen schwierig hier irgendwo unterzubringen, weil es halt recht tief ausbaut. Ich habe jetzt hier mal die verschiedenen Flügelstellungen. Einmal kann man es hier mit dem hochgeklappten für die Landung, dann kann man es hier in dieser Stellung und runter in der, ich glaube, das ist die Angriffsstellung, ich weiß gar nicht jetzt genau. Auf alle Fälle nimmt so am wenigsten Platz weg und man kriegt so am besten unter. Ansonsten hat man ja noch die Option, das Ganze aufzuhängen, was sicherlich auch sehr gut aussieht. Vor allem, wenn man dann die Enterprise noch dabei hat, dann kann man wirklich hier schön die Konfrontation der beiden Schiffe nachstellen unter seinem Zimmer, unter seiner Zimmerdecke. Dafür braucht man allerdings wirklich einen Lebensgefährten, der eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringt oder selber für das Thema brennt. Sie ist groß. Also hier der Klingon Bird of Prey ist wirklich ein riesen Moppel. Aber der macht echt was her und er sieht nicht ganz so billig nach Spielzeug aus, wie das bei der Enterprise war. Also hier haben sie wirklich geschafft, ein bisschen wertigeres Optisches reinzubringen. Also das ist so ein bisschen Glitzer, so ein bisschen Glanz in dem Kunststoff drin. Da sind so leicht die Glitzerflakes drin. So ein bisschen wie die Teile, die man teilweise zum Verbauen hat bei Megakonstrukts. Sodass das Ganze so ein bisschen metallisch aussieht. Mit diesem Rost und diesem Used und alles richtig schön getroffen. Klar muss man Abstriche machen, weil man halt hier nur das Ganze klein gescaled hat. Es passt halt nur eine Figur rein. Im Endeffekt ist es ein Kampfjet und kein Klingon Bird of Prey. Aber es sieht einfach hammergeil aus. Coole Figuren, hat eine Menge Spaß gemacht. Und einfach mal vom Größenvergleich hier, der große Klingon Bird of Prey von Blue Bricks, der ja parallel jetzt auch gerade auf dem Markt ist. Ja, also das ist wie Mutter und Kind, wenn man die hier beieinander stehen hat, ne? Das ist einfach schon eine andere Größe, ist allerdings auch eine andere Preisklasse. Für den Preis kriegt man drei von dem und der Bauspaß ist hier definitiv größer, wohingegen der natürlich sehr beeindruckend hinterher irgendwo aussieht, wenn man er sich hinstellt. Ist das gute Stück 300 Euro wert? Ich glaube, da gibt es keine verbindliche Antwort für. Ganz einfach das, weil es ist das wert, was der Fan bereit ist, dafür zu bezahlen. Ist er großer Star Trek-Fan, dann ist er auch bereit, hier 300 Schleifen für abzudrücken. Ist er mal Gelegenheitsfan? Ich glaube eher nicht. Nur als Spielset sind 300 Euro... Ich sag mal, da muss Papa auf alle Fälle oder Mama schon eine Menge auf dem Gehaltscheck nach Hause bringen, um seinen Kindern mal eben ein Klingonen-Raumschiff für 300 Schleifen kaufen zu können. Ansonsten finde ich es optisch wirklich toll umgesetzt. Wir haben hier den Stand sehr cool gemacht mit diesem Diorama da drinne, um halt wieder darzustellen, was auf dem Planeten, auf dem Genesis-Planeten vor sich geht. Sehr geil gemacht. Wie schon gesagt, der Klingon Bird of Prey ist einfach geil geworden. Der gefällt mir richtig, richtig gut und den werde ich auch behalten, im Gegensatz zu der Enterprise, die hatte ich ja dann zurückgeschickt. Weil der hier, der ist einfach schöner. Rein optisch ist das Einzige, was mich ein bisschen stört hier, dass man hier auf diese Batterie an Knöpfen guckt. Das ist nicht so ganz so schön gelöst. Cool ist fürs Spielkind hier mit den austauschbaren Dingern hier drin, finde ich super. Zum Glück haben sie drauf verzichtet, das Ganze wieder irgendwie mit dem Handy koppelbar zu machen. Das habe ich für einen absoluten Blödsinn gehalten. Das hier ist wieder ein Standalone-Set, brauche ich nichts weiter für, um die Special Effects vorzuführen und mich dran zu erfreuen. Also das ist wirklich, wie es sich gehört, meiner Meinung nach. Die Aufkleber finde ich unangebracht für ein Set dieser Preisklasse. Das hätten eigentlich noch Drucke sein müssen. Zumal hier die Aufkleber bei diesen Klarsichtdingern, die habe ich wirklich nicht vernünftig drauf gekriegt. Die haben alle leichte Bläschenbildung, aber das liegt natürlich auch an meinem Unvermögen. Ja, das war es hier zu dem neuen Klingon Bird of Prey aus der Star Trek Serie von Playmobil. Ich hoffe,
dass es gut läuft. Ich hoffe, dass es weitere Raumschiffe vom Playmobil hier geben wird und dass Playmobil auch weiterhin dieser Wir-bedienen-jetzt-mal-große-Kinder-Praxis anheimfallen wird und noch viele andere nerdige und geekige Sets im Laufe der nächsten Jahre rausbringt, weil das holt mich persönlich wirklich ab. Ich habe mittlerweile etliche Playmobil-Sets zu Hause stehen und das nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich kein Playmobil für mich gekauft habe. Ich glaube, mit 14 oder so habe ich das letzte Mal ein Playmobil-Set bekommen. Das war die Pirateninsel, die war so geil, die musste ich einfach haben, auch in dem Alter noch. Und danach habe ich jahrelang, bis mein Junge dann alt genug war, um Playmobil zu spielen, nichts mehr davon gekauft. Und als er aus dem Alter raus war, für meine Tochter noch, und das war es dann. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich für mich eine Menge von Playmobil gekauft. Einfach, weil es cool ist. Sei es hier der Marshmallow-Mann, der Ecto-1, der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Dann hier irgendwo steht der Bully da hinten. Der Käfer steht hier oben über mir, den könnt ihr leider nicht sehen. Die Mystery Machine habe ich mir geholt, also etliches. Den Bully von A-Team habe ich hier auch noch stehen, von Asterix und Obelix. Also durchaus Sachen, die mich hier abholen und ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Es macht eine Menge Spaß, die sehen gut aus, nehmen allerdings viel Platz weg. Gerade Leute, die hier auch wie ich aus der Klemmbausteinecke kommen und eh schon mit Platzproblemen zu kämpfen haben, die werden die Situation verschärft vorfinden, wenn sie anfangen, auch noch Playmobil-Sachen zu kaufen. Ja. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit zuzugucken, wie ich das gute Stück hier ausgepackt und aufgebaut habe. Jetzt müsst ihr entscheiden und auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wie findet ihr hier die Star Trek-Serie von Playmobil? Würde euch der Bird of Prey reizen oder bleibt ihr lieber hier bei dem zum Beispiel von Bluebricks? Oder sagt ihr, nee, dann lieber von Eagle Moss hier die richtig schönen, aber kleinen Modelle? Na, eure Meinung, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Und ansonsten bleibt mir nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Wir hören und sehen uns gerne dann auch auf meinem anderen Kanal wieder, wenn ich euch dann schöne Klemmbausteinsets vorstelle. Ansonsten wird es auch hier in Johnny's Place demnächst das ein oder andere Schöne mal wieder geben. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns. Tschüss!